herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin jetzt gerade dabei und versuche jetzt mal hier die zwei Unterlenker zueinander auszurichten, weil die ja nicht gleichmäßig hoch sind. Ja, hier einmal zur Kontrolle. Wie gesagt, der Boden ist an sich eigentlich gerade. So, und wenn ich das jetzt hier in die Unterlenker reinlege, dann sieht man hier ganz gut, dass die beiden halt nicht in Waage sind. So, das heißt, der Unterlenker hier drüben, der müsste halt noch ein Stück hoch oder der halt ein Stück runter. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt eben schon mal probiert, weil hier sind so Hohlsplinte drin. Da habe ich jetzt eben schon mal probiert, den einen rauszuklappen. Also er ist jetzt auch schon ein bisschen gekommen. Wie gesagt, ich hole mir jetzt gleich einen Durchschlag und dann schlage ich den mal raus. Und dann, ich würde da auch ganz ehrlich gesagt keinen Hohlsplint mehr reinmachen, sondern dann gleich einen Klappsplint, so wie hier jetzt. Weil man kann ja die zum Beispiel auch hier oben in die Löcher rein versetzen. Und wenn man dann ständig dann den Hohlsplint da rausschlagen muss, ist das auch ein bisschen doof, ne? Deswegen würde ich dann den Hohlsplint ganz einfach draußen lassen. Ich probiere es dann auch auf der anderen Seite, dass ich den da rausbekomme und da dann auch einen Klappsplint reinmache. Dann kann man das nämlich dann besser verstellen, wenn man das mal verstellen muss. Ja, wie gesagt, ich hole mir jetzt erstmal einen Durchschlag und dann versuche ich erstmal den Hohlsplint da rauszukloppen. Und dann probieren wir mal, ob sich überhaupt da drin das Gewinde noch drehen lässt. So. Haben wir das? Jetzt müssen wir den hier einmal abnehmen. So. So, den habe ich jetzt schon soweit los. Ja, und das Problem ist jetzt halt einfach, normalerweise kann man den ja hier über die Kurbel hier einschneiden. Zum Beispiel hier ist zum Beispiel die Kurbel richtig fest, also die lässt sich gar nicht mehr bewegen. Und hier drüben die lässt sich was noch bewegen, aber die dreht halt ins Leere. Da habe ich halt auch noch nicht geguckt, aber da werden wahrscheinlich dann entweder Zähne vom Zahnrad abgebrochen sein oder so. Ja, also heißt, das kannst du halt auch nicht mehr drehen. Ja, wie gesagt, ich hole mir jetzt erstmal einen Zollstock und dann werde ich erstmal messen hier den Abstand, was es hat, und dann probieren mal ein bisschen rauszuhören, ob sich da jetzt überhaupt was verändert oder nicht. Wie gesagt, das muss ich jetzt erstmal gucken, aber ich hole mir jetzt erstmal einen Zollstock und dann messe ich erstmal und dann werde ich mal probieren, das ein bisschen rauszudrehen und danach halt noch messen, um zu gucken halt, ob sich da jetzt irgendwas verändert oder halt nicht. So, gehen jetzt mal einfach mal von der Kante hier oben aus, bis zum Mitte ersten Loch werden genau 37 cm. 37 cm, so, wenn wir jetzt einfach mal hier mal so ein bisschen, einfach mal hier mal so ein bisschen drehen. Passiert auf jeden Fall schon mal was. Aber ich glaube, ich habe den jetzt länger gedreht. So, also sind wir jetzt hier bei, ja, definitiv länger. Aber eigentlich muss der ja dann noch kürzer sogar, ne? Also wir müssen ja so rum. Aber so rum ging es, glaube ich, eben gar nicht weiter. So, dann geht es da nicht mehr rein. Sind wir bei? 37. Ja, das heißt, bei dem kommt man sicher nicht weiter. Aber der funktioniert dann schon mal zum Verstellen. Heißt, ich würde ihn jetzt erstmal da reinmachen, dann nochmal Wasserwaage jetzt drauflegen. Ja, und dann
Nochmal gucken, wie es dann aussieht. Sonst müssen wir den dann gleich auch nochmal losmachen und nochmal drehen. Ja, besser geworden ist es jetzt immer noch nicht. Also ich habe jetzt hier nochmal Bolzen rein, weil wie gesagt, höher kriege ich den nicht gedreht. Ja, mache ich die Seite drüben jetzt wieder fester und da mache ich halt jetzt einen ganz normalen Klappspind rein. Und dann machen wir jetzt gleich den hier unten raus und probieren mal den zu drehen, dass wir den halt ein Stück runter bekommen. So, hier ist nochmal der Beweis. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die beiden Unterlenker wieder in Waage ausgerichtet soweit. Hier sieht man aber jetzt ganz gut dran, wie weit jetzt hier die Hubstrebe noch nach unten nicht gedreht habe. Ja, aber soweit passt es halt jetzt, dass das alles wieder schön in Waage ist. Ja, zudem auch hier drüben der Bolzen, der war ja hier drinnen. Der war so rum drinnen. Irgendwie, entweder passt er nicht zu dem Traktor oder der ist zu dick im Durchmesser für die Löcher, weil ich krieg den hier gar nicht mehr rein und zudem auch muss ich den halt richtig mit dem Hammer rauskloppen, vielleicht. Ja, deswegen habe ich jetzt hier erstmal einen anderen Bolzen reingemacht. Ja, wie gesagt, den hier, den werde ich halt einfach nochmal so ein bisschen abschleifen, sodass der halt wieder da reinpasst und dann kommt der auch wieder rein. Ja, wie gesagt, das muss ich jetzt machen, aber zumindest sind jetzt erstmal die beiden Unterlenker soweit jetzt wieder in Waage. Ist das jetzt schon mal auch erledigt. Ja, ich habe jetzt eben gerade mal so ein bisschen umgeräumt in der Halle. Heißt, ich habe jetzt schon mal Spalte dahinter gebaut, weil wir wollen nämlich morgen nochmal einen Wald bei meinem Kumpel spalten. Den muss ich auch gleich nochmal abschmieren hier, wo der Spaltkeil läuft. Rechts und links, da schmiere ich den gleich nochmal ab, weil er ist nämlich auch schon ganz schön trocken wieder. Deswegen da dann gleich abschmieren und zudem auch habe ich jetzt den Autoanhänger nochmal hier reingestellt, weil nämlich da ist nämlich die Batterie leer, wenn man jetzt... Oh, warte. Mein Fehler. Ja, ich denke mal, daran hört man das schon ganz gut. Also wie gesagt, Batterie ist halt komplett leer. Heißt, die müssen wir jetzt gleich wechseln. Oder besser mal gesagt, ausbauen und dann halt laden. Ja, dafür pumpe ich den gleich hier mit der Handpumpe hoch. Hier oben ist ja der Hebel dafür. Wie gesagt, wird er einfach reingesteckt und dann kann man den halt per Hand hochpumpen. Ja, das mache ich jetzt erstmal und wie gesagt, dann baue ich gleich Batterie aus und schmiere auch gleich hier den Anhänger einmal ab. Wie gesagt, der hat hier vorne zwei Schmiernippel für die Auflaufbremse. Hier oben hat er einen am Stützrad, hier auf der Seite. Dann halt noch hinten an den zwei Stützfüßen. Der hat ja rechts und links zwei Stützfüße wegen den Auffahrrampen. Da oben ist nämlich auch ein Schmiernippel. Ja, einen Stützfuß habe ich jetzt auch runtergeklappt. Heißt, dass er, wenn ich ihn gleich ankippe, dass er mir halt nicht nach hinten überschlägt. Deswegen habe ich zur Sicherheit jetzt einfach mal einen runtergekurbelt. Ja, wie gesagt, auf der anderen Seite ist ja auch ein Stützfuß. Da ist halt noch einer dran. Und halt hier unten am Zylinder oben, der Kugelkopf. Da, wo halt der Betreuungszylinder in die Ladefläche reingeht, da ist auch noch mal ein Schmiernippel. Ja, wie gesagt, das mache ich jetzt erstmal. Also ich pumpe den jetzt erstmal hoch, spiele ich dann gleich ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Soweit habe ich den jetzt hoch und wie gesagt, der wird jetzt halt auf der Stütze hier, wird jetzt halt die ganze Ladefläche abgestützt. So dass man dann halt auch hier drunter abschmieren kann und halt auch die Batterie ausbauen kann. Ja, hier sitzt ja die Batterie. Ja, und wie gesagt, hier oben ist auch schon beschriftet, da ist Plus, da ist Minus. Ich denke mal, das hat der Vorbesitzer wahrscheinlich mal mit Edding drauf geschrieben. Ja, nichtsdestotrotz sind jetzt hier rechts und links zwei Schrauben. Damit kriege ich dann hier den Schlitz weg. Und dann sind hier dann nochmal rechts und links die zwei Batteriehalter, die dann durchschrauben, dann halt die Pole und dann, ja, ist die Batterie auch schon draußen. Ja, dann was ich jetzt eben gerade noch gesehen habe, ist, da oben ist der Schmiernippel, den ich meinte, hier am Hydraulikzylinder, ne? Und ich frage mich ernsthaft, wie soll ich denn da mit einer Fettpresse drauf kommen? Weil hier vor ist nämlich gleich dieses Blech. Also ich weiß nicht, wie man so einen Schmiernippel hinsetzen kann. Verstehe ich nicht, weil ich, wie gesagt, ich kriege da definitiv so kein Fett rein mit meinen Fettpressen. Ja, deswegen muss ich da dann gleich nochmal gucken, dass ich da einen anderen Schmiernippel reinsetze. Entweder mit einem 90 Grad Winkel oder halt mit so einem, ich weiß gar nicht, was das andere ist, 45 Grad.
glaube ich. Ja, davon habe ich auf jeden Fall noch welche. Muss ich halt nur gucken, ob die halt vom Gewinde her dann da reinpassen. Ja, wenn das passt, halt, dann werde ich den halt tauschen. Jo, wie gesagt, ich fange jetzt erstmal an, schnell abschmieren und dann baue ich die Batterie schnell aus. Ja, ich habe jetzt hier Fett dran gemacht. Überall rechts und links. Und wie gesagt, das verteile ich jetzt noch ein bisschen. So, wie gesagt, den Rest macht ja dann eh hier oben der Spaltkeil. Der verteilt das ja auch noch mal ein bisschen. Aber wie gesagt, da müsst ihr an sich auch drauf achten, wenn ihr halt so eine Spalte habt, dass ihr hier an diese kleinen Teile halt immer Fett dran macht, weil ansonsten verschleißt euch das halt nämlich ziemlich schnell. Ja, und so sieht das Ganze, wie gesagt, jetzt aus. Einfach nur halt so ein bisschen verteilt. Wie gesagt, das macht ja dann eh oben dann noch der Spaltkeil. Ja, ich habe jetzt eben probiert, hier die Batterie hier unten auszubauen, aber das Problem ist halt, dass die ganzen Schrauben, egal ob hier für den Schutz, die beiden Schrauben oder sogar die Schrauben für den Batteriehalter, die sind halt alle unten mit einer Mutter versehen, die sich da halt mitdreht. Ich habe halt gedacht, dass halt die Mutter unten vielleicht festgeschweißt sogar wäre, weißt du, dass dann einfach die Schraube dann nach oben rausdrehen kannst, aber das Problem ist halt, da musst du von unten ständig den Schlüssel halten und das, ja, ist mir halt jetzt einfach zu doof und ich werde jetzt so mal, ich habe hier jetzt mal das Batterieladegerät, was ich halt dabei bekommen habe, hingestellt und jetzt habe ich das halt mal so angeschlossen, einfach mal geguckt, also es müsste theoretisch auch so gehen. Wenn ich den so anschließe hier, weil dann kommt nämlich das Plus, kommt zumindest dann auch nicht an den Halter dran und das Minus habe ich jetzt hier hinten einfach da angeklemmt. Also es müsste rein theoretisch halt auch so gehen. Ja, das heißt jetzt für mich, ich pumpe jetzt den oder ich lasse jetzt den Hänger wieder runter, fahre den dann einmal runter in der Werkstatt bei mir. Jo, und dann mache ich den dann wieder so hoch und dann klemme ich halt mal das Ladegerät dann an und dann halt mal schauen, ob das halt wirklich jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, der Anhänger steht jetzt hier unten bei mir in der Werkstatt und
Ich habe jetzt hier auch schon die Batterie soweit angeklemmt. Wie gesagt, Plus. Hier oben ist ja auch drauf geschrieben Plus und Minus. So, das habe ich jetzt soweit angeklemmt. Hier habe ich jetzt das Ladegerät draufgestellt auf den Reifen. Ja, und dann werde ich jetzt die Batterie laden und dann mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Gut, dann würde ich auch sagen, das war es dann wieder für das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mir auch gerne kostenlos abonnieren. Ja, dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.